So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Ara History Untold. Es geht weiter. Ich gründe jetzt erstmal die Religion, bevor noch tausend andere Sachen passieren und wir sie nachher fast vergessen. Du kannst existierende Religion annehmen oder deine eigene erschaffen. Da es keine gibt, können wir eine neue gründen. Und wer zuerst schreit, dessen Religion nehmen wir. Es gibt den Shinto. Die Shinto-Religion, den Hellenismus, das Judentum, Asatruismus, Hinduismus, den Isesis, das Christentum, den Janiismus, den Buddhismus, den Vedesismus, den Rumuvaismus, den Islam, den Shikiismus, den Atheismus, den Tengrismus, den Bahai, den Wicca, den Muismus und den Voodoo. Also ordentlich was los hier. Viel mehr Sachen, wobei die alle im Gefühl keinen Unterschied gemacht haben. Also wenn ich den zum Beispiel hier nehme, der hat als Verbesserung eine Pagode. Ansonsten gibt es noch eine Moschee, ein Kloster und einen Tempel und einen Schrein, glaube ich. Irgendwie so. Nee, ich glaube, es gibt nur Pagode, Moschee und Kloster oder so. Nee, nur Moschee, Pagode. Und wo ist die Kirche? Es gibt noch Kirche. Hm, wartet. Wo ist Religion? Zack, Religion. Was hier? Christentum. Die haben nämlich Kathedrale, heißt es hier. Okay. Da keiner eine Präferenz hat und was schreit, ich würde sagen, nehmen wir den Muismus. Religion umfasst verschiedene soziale, kulturelle Systeme. Ich weiß nicht, was das für eine ist, aber Muismus klingt gut. Gründen wir, da gibt es Tempel. Wir gründen sie. So, Gründung ist im Gange. Wunderbar. Hier ist der Tempel. Und hier ist ein Slot für ein Vorbild, was dann Musik produzieren würde. Das heißt, wenn wir ein Vorbild kriegen, was Musik produzieren könnte, könnten wir es hier reinsetzen. Das wäre eine gute Sache. So, den Clan, mit dem haben wir schon geredet. Und die Stadt ist jetzt untätig. Und wir wollten ja gucken, ob wir den Koloss von Rhodos bauen können. Der Koloss von Rhodos bräuchte aber 20 Keramiktöpfe und 10 Eisenbahn. Können wir beides nicht herstellen. Stonehenge könnten wir insofern bauen, dass uns was da fehlen würde. Seile. Wir haben nur keine Seilerei, könnten wir also nicht machen. Also würde ich mal sagen, fangen wir mit einem Siedler langsam mal an, um uns ein bisschen auszubreiten. Es ist schon fast zu spät mit dem Siedler. Aber das Tutorial hat uns halt andere Sachen gelehrt und will eigentlich auch, dass wir andere Sachen machen. Aber ich baue eigentlich sehr gerne früh zumindest ein oder zwei Siedler. Ah. Wir bilden gerade einen Siedler aus. Sobald die Ausbildung abgeschlossen ist, kann unser Siedler genutzt werden, um unsere nächste Stadt zu gründen. Klicke auf die Stadtansicht. Ja, ja, genau. Und dann steht immer der gleiche Satz da. Wir gründen jetzt den Siedler. Dauert ein paar Runden. Let's go. So, wir können auch die Regierungsform wechseln. Dadurch, dass wir eine Religion angenommen haben, könnte man auf eine Theokratie wechseln. Hier können Sie alle Regierungsdetails überprüfen und das Element wechseln. Jede Regierung bietet unterschiedliche Boni, das Ändern des Typen. Der wichtigste Weg, um die Stadtobergrenze zu erhöhen. Wir können aktuell 3 Städte maximal bauen. Hier könnten wir 4 bauen. Ein Bonus würden wir bekommen. Religionsverbreitungsdistanz in unserer Hauptstadt ist erhöht. Wir könnten auch eine Politik wählen. 50% Produktion für Religionsverbesserung. Oder Religionsverbesserungen liefern plus 4 Vermögen pro Zug. Sehr stark. Plus 5 auf alle Statistiken zur Lebensqualität in jeder Stadt mit einer Religionsverbesserung. Auch heftig. Das wähle ich. Dann sparen wir uns nämlich einige Sondergebäude und bringen auch zum Beispiel die Sicherheit hoch. Steuersatz würde ich auf niedrig lassen, damit die Leute zufrieden sind. Geld kriegen wir auch so rein, nicht? Und wir sehen, das gibt ein Bonus auf Zufriedenheit, Stadtwachstum und deswegen nehmen wir das. Ansonsten hat das auch keinen weiteren Nachteil. Außer, wenn wir eine Monarchie treffen, ist die einer Theokratie gegenüber natürlich nicht so positiv eingestellt wie eine Monarchie einer Monarchie gegenüber. Aber das kennt man auch aus Civilization so ein bisschen.
Da sind die Sachen, an den Stellen sind sie manchmal gleich, nicht? Aber die unteren Prinzipien vom Aufbau der Stadt, die funktionieren anders. So, das wird jetzt auch eingerichtet. Neue Religion, Theokratie. Und jede Religion kann verbessert werden, und zwar mit religiösen Versen, die den Anhängern spirituelle religiöse Verse geben deinen Anhängern die spirituelle Marschrichtung deiner Nation-Doktrin vor. Boah, Alter, also zum Vorlesen ist das Spiel auf jeden Fall nichts für jemanden, der nicht richtig liest und reden kann, nicht wahr? Bestehende Verse sind verfügbar und eigene kannst du entwerfen, um die Werte deiner Religionsphilosophie am besten auszudrücken. Vorteile bringen Verse nur in Städten, die deiner Religion folgen. Okay, wollen wir machen. Und ich wusste gar nicht, dass man eigene machen kann. Ich weiß auch gar nicht, wo man eigene machen kann. Aber wir wählen unsere erste aus. Und zwar plus 5% Steuereinkommen pro Zug. Wir haben keine Steuer, wäre egal. Plus 1 Wohnraum in allen Städten. Das ist schon ein sehr mächtiges Ding. Plus 1% Wachstum für alle Städte. Mein Schatz. Ich meine, Wachstum ist eh endlich in Städten. Das heißt, der Vorteil von 1% ist nicht riesig. Aber Wohnraum ermöglicht, dass eine Stadt wesentlich größer werden kann im Allgemeinen. Und der Bonus ist dauerhaft. Und so denke ich immer, wenn ich irgendwas wähle. Kann natürlich falsch sein, aber das wählen wir. Plus 1 Wohnraum in allen Städten bedeutet, hier haben wir dann ab sofort 14 anstatt 13 Wohnraum und können eine Bevölkerungsstufe mehr aufnehmen. Und das bedeutet auch ein Kästchen mehr drumherum, auf dem wir die Stadt aufbauen können. Italienischer Muismus wurde gegründet. Juhu. Die Verse sind im ganzen Land aktiv. Juhu. Wir haben ein Lager gefunden mit Nahrung, Sirup, Speiseöl. Wir haben ein Lager gefunden mit Holz, Pelze und Leder. Und er ist hier wieder untätig. Dann kannst du mal den Wolf ein bisschen töten. Und du bist auch untätig. Aber dann kannst du mal da oben am Berg. Ne, geh mal dahin. Dann können wir das hier mit einmal erkunden. Und dann läuft er hier so ein bisschen am Berg entlang. Historiker sprechen von einem großen Leuchtturm, der in der Zeit verloren gegangen ist. Mit einem Licht, das so hell war, dass man es auf der halben Welt sehen konnte. Ein solches Wunder mag ein Mythos sein. Aber was wäre, wenn eine Nation so etwas verwirklichen könnte? Das wäre doch ein Anblick, den sich niemand entgehen lassen würde. Mhm. Okay, der Leuchtturm von Alexandria wurde während des Ptolemäischen Königreichs Ägypten im 3. Jahrhundert vor Christus erbaut. Mehrere Erdbeben führten schließlich zum Verfall des Bauwerks, wobei Überreste auf dem Meeresboden an der Stelle des antiken Hafens von Alexandria erhalten sind. Okay, wir sollen jetzt den großen Leuchtturm bauen. Da können wir auch mal gucken, was würde uns der denn kosten? Hier. Der würde uns kosten... Kann ich gar nicht auswählen hier drin, nicht? Ah, das ist blöd. Wäre cool, der Koloss von Rhodos. Da. Wir bräuchten 4 Räder noch. Eins haben wir mal gefunden. Und Metallwerkzeuge. Keramiktöpfe hätten wir sogar 5 von 5. Das heißt, in der Werkstatt... Wo ist die Werkstatt? Wartet, da können wir hier oben drüber gehen. Da stellen wir ja jetzt diese Sachen her. Da könnten wir zum Beispiel jetzt auf Räder rübergehen und sagen, ey, du stellst nicht unendlich Räder her, sondern nochmal 5 Stück. Dauert 20 Runden. Wir könnten einen Bonus raufgeben wie Holz. Dann dauert es nicht ganz so lange. Und einen Bonus wie 3 Leder haben wir leider nur. Vermögen haben wir ein bisschen. Dann dauert das noch weniger. Dann dauert das 15 Runden. Das geht eigentlich recht schnell. Dann haben wir 5 Räder, mit denen wir sowas machen können. Und das finde ich ganz gut bei dem Spiel, dass man halt noch andere Ware als nur die Ressourcen braucht, die eher so allgemein sind. Und dann gibt es noch die Spezialsachen. Und oh, guck mal. Was ist denn hier los? Das habe ich noch nicht gesehen. Das muss neu sein. Was ist denn hier? Nehmen die Drogen oder was? Denen geht's wohl zu gut hier. Und wir sehen, wenn wir jetzt an die Stadt zoomen, so langsam bildet sich ein eigener Häuserstil raus. Nicht unsere, ja...
armen Hütten werden doch langsam zu den Häusern, die unsere Apotheke vorgegeben hat. Und das ist ein gutes Zeichen. Regierungsform ändern, machen wir. Speerkämpfer sollen wir ausbilden. Einen Siedler trainieren. Ja, ja. Alle Sachen, um die wir uns kümmern. Raubtier wurde besiegt. Regierung wurde geändert. Sehr gut. Und der Wolf wurde auch besiegt. Dann heil dich mal bitte. Und du gehst weiter. Oh, hier sind Eisbären. Also hier ist eine Wüste, hier sind Berge und da leben Eisbären. Ja, auf jeden Fall. Forschung abgeschlossen. Verband, Tuniken, Möbel, Läuferteppiche, Farbstoff, Baumwolle, Stoff und der Weber. Wir können jetzt die Eisenverarbeitung schon erlernen. Also die beiden wollten wir nicht machen. Wir brauchen aber auf jeden Fall die Gerberei und den Keramikladen. Deswegen erforschen wir zumindest noch das eine. Wir müssen mal gucken, wie wir dastehen in der Rangliste der Nationen. Wir sind noch auf Platz 1, aber nicht mehr mit viel Abstand. Nur noch 23 trennen uns vom Zweitplatzierten. Deswegen brauchen wir die zweite Stadt, dann kriegen wir auf jeden Fall einen Schub. Ich denke, die werden alle schon zwei Städte haben und wir halt nicht. So, erst geheilt. Und der nächste Vers ist schon verfügbar. Unsere Religion verbreitet sich im Lauffeuer, weil es halt auch die erste ist. Plus 15 Gesundheit für alle Städte, andächtige Ehrfurcht. Boah. Okay, das ist stark. Und ich bin davor, nicht? Das ist ungünstig, dass ich davor bin in der anderen Aufnahme. Der Zorn des Himmels. Plus 25 Streitkraft-Belagerungsschaden. Bauproduktion für Handelverbesserung. Nee. Hier, 15 Gesundheit für alle Städte ist ja richtig mächtig. Das nehmen wir auf jeden Fall. Also alles andere brauchen wir nicht. Also brauchen wir schon, theoretisch. Aber ich würde sagen, das ist der Faktor, der am wichtigsten ist. Das bedeutet jetzt hier, die Gesundheit steigt auf 80 und dadurch werden die Leute ja auch zufriedener. Sicherheit wieder auf 60 hoch durch den 5er-Bonus von unserer Religion. Ansonsten müssen wir da was machen, genau wie Wohlstand. Da haben wir aber noch die Möglichkeit, einen Händler zu bauen. Der Vers ist aktiv, ein Rad wurde schon gebaut, sehr schön. Siedler sind geschult und bereit, deinen geeigneten Standort für ihre nächste Stadtbau zu finden. Okay, klicke auf den Siedler. Wir klicken auf unseren Siedler. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir hin? Hier oben wäre nicht schlecht. Oder halt hier. Oh, hier wäre perfekt. Guck mal, 4er Nahrungsfelder überall. Hier können wir so eine richtige Nahrungsstadt bauen. Jetzt ist so die Frage. Mir wäre eigentlich wichtig, dass wir erstmal hier oben in die Richtung gehen. Und vielleicht dieses Feld mal ansteuern. Und gucken, ob wir da ordentlich was bauen können. So, die Stadt wird noch ein Siedler ausbilden. Sägewerk, blablabla. Achso, ich bin nicht auf alles. Oder Stonehenge braucht noch die Seile. Okay, die können wir noch nicht. Bedeutet nochmal auf den Siedler. Du könntest auch die Dinger da oben mal einsammeln noch. Da ist auch eins. Ja, dann machen wir so einen Roundtrip mit ihm. Bevor wir in die Richtung weitergehen und dann ewig nicht zurückkommen. Ich kenne das schon von mir. Hier könnten wir auch noch was aktivieren. Ein bisschen Schmuck für eine Weile. Aber da haben wir halt nur 5. Den stellen wir halt nicht her. Es lohnt sich also nicht. Streitkräfte geheilt. Das Rad wurde hergestellt. Und du gehst weiter erkunden. Ein goldenes Zeitalter hat begonnen. Das ist gut. Goldene Zeitalter sind nie schlecht. Mehr Prestige für uns. Und die Forschung ist abgeschlossen. Skulpturen, Keramik, Töpfe. Den Palast können wir bauen. Die Pyramiden. Wunderbar. Brauchen wir noch Lederverarbeitung? Dann könnten wir nur Schlappen herstellen.
Ganz ehrlich. Wir gehen direkt in die Eisenverarbeitung. Scheiße auf die anderen Sachen. Ich presche mal richtig vor und hol mir das Prestige im goldenen Zeitalter. Dann kriegen wir nämlich einen Bonus da drauf. Und dann können die anderen mal gucken, wo wir bleiben. Wir nehmen hier einfach Abstand und düsen davon. Die beiden hier unten werden im Ende der vierten Einzelfortschritte dann nämlich rausgekegelt. Also am Ende Ära 1. Das bedeutet 4 Einzelabschnitte. Und wir sind dann schon im dritten Einzelabschnitt und das wird halt eng für die hier unten dann. Okay, Kerzen sind aufgebraucht. Technologien müssen noch erforscht werden. Wir haben das Lager geplündert, da haben wir Holz draus bekommen. Super, dann hol jetzt das Ding. Und du kannst mal den Wolf hier schon mal wegmachen. So, Raubtier geleert. Ja, den Wolf hätte ich auch wegmachen können, aber egal. Das Rad ist fertig. Wir haben noch ein Lager entdeckt. Na, klasse. Wir haben Pelz und Nahrung bekommen. Er hat 10 Leben verloren. Müssen wir wieder heilen. Und der nächste Händler. Siedler ist fertig. Wunderbar. Die Stadt ist untätig. Und wir brauchten jetzt was? Der Weber könnte Seile herstellen. Dann würde ich sagen, müssen wir einen Weber bauen. Oh! Hier ist Naturfarbstoff aufgetaucht. Den konnten wir vorher nicht sehen, nicht wahr? Dann würde ich sagen, bauen wir aber hier... Wir haben nicht mehr viel Bauplatz. Ja, dann bauen wir den jetzt hier hin, den Weber. Ist schon okay. Und dann müssen wir hier noch zwei Farmen hinbauen. Zwei Höfe. Ja. Haben wir. Habe ich irgendwas übersehen? Nö. Nächste Runde. Eine feierliche, in zeremonielle Gewänder gehüllte Gestalt betritt die Stammeshalle. Ihr Ältester spricht, wir schicken unseren spirituellen Anführer, um in dieser Welt Gutes zu tun und unser Wissen über das Göttliche zu verbreiten. Seine Reisen werden ihn in das Land jenseits des Horizonts führen und wir freuen uns auf seine Rückkehr und die Berichte über seine Taten. Dürfen wir um Unterstützung bitten, die eine sichere Passage für seine Reise gewährleistet? Das klingt ein bisschen wie bei Stargate die Ori. Im 19. Jahrhundert wurde der Jesuitenpater Charles Abanel auf einer Mission von Frankreich nach Kanada geschickt. Er reiste an das Nordmeer, die Hudson Bay, traf sich mit unterschiedlichen Völkern und gründete unterwegs Missionen. Okay. Durchreise und Schutz gewähren bräuchten wir einen Speerkämpfer. Können wir nicht machen. Durchreise verweigern können wir nicht machen. Die Mission verzögern. Ja, wir können nur das wählen. Das heißt, wir kriegen keinen Bonus. Sonst hätten wir Prestige bekommen. Aber dann hätten wir auch einen Speerkämpfer abgeben müssen und den haben wir nicht. Na, den wollte ich jetzt erst angehen, nicht wahr? Ich kann nur Missionen verzögern machen. Und wir haben ein neues Vorbild verfügbar. Den guten Zheng He, den Altmann von Sparta und Zacharia. Gut, was kann er? Wir müssen jetzt nämlich jemanden nehmen, der unser oberster Berater wird. Der Platz ist noch frei. Stadtwachstum in jeder Stadt unter 5 Bevölkerung. Da wir zwei Städte gründen, wäre das gar nicht schlecht. Aber es ist halt bis Bevölkerungsrang 5. Also auch nicht unbedingt, nicht unendlich sinnvoll. Plus 10 Wissen für alle Städte. Das ist natürlich sehr stark. Und das ist dauerhaft. Religionsverbreitungsdistanz, aber nur in der Hauptstadt. Oh. Der könnte andererseits Musik machen und er auch. Das heißt, er ist eh die bessere Wahl, weil wenn wir später ihn nicht mehr brauchen als oberster Berater, dann kann er Meisterwerke mit Musik herstellen. Und da haben wir schon Platz für ihn auf unserem Altar. Das klingt komisch. Wie soll er Musik auf dem Altar machen? Naja, gut. Der griechische Chordichter Alkmann schrieb 6 Gedichtbände, von denen heute nur noch Fragmente erhalten geblieben sind. Es heißt, dass er von einer extrem amorösen Veranlagung war. Was bis heute überlebt hat, ist voller sinnlicher Bilder. Gut. Alkmann von Sparta. Griechischer Chordichter und einer der 9 Lyriker. Okay,
Wir können jetzt ihr Meisterwerk durchführen. Nee, wir wollen ja kein Meisterwerk durchführen. Wir wollen ihn als obersten Berater einsetzen für alle Städte. Bedeutet, dass jetzt jede der Städte hier mehr Wissen hat. Und wir sind bei 100% Wissen. Gibt uns einen Mega-Schub auf unsere Forschung. Das heißt, die Forschung geht schneller, wir kommen noch schneller voran und kriegen mehr Prestige. So, du kümmerst dich hier mal auch um den Fuchs, Wolf, was auch immer. Und du sammelst da mal was ein. Was mich wundert und was ich aber gut finde, dass wir noch keine andere Nation getroffen haben. Nicht bei Civilization war manchmal hier schon der andere Gegner. Und du hast gleich am Anfang Krieg führen müssen, um den wegzukriegen, weil er eh angepisst war von dir. Oder dir in den Rücken gefallen ist. Ich fand die KI bei Civilization absolut nicht gut. Die hat mich so genervt, dass ich irgendwann Civilization 6 nicht mehr gespielt habe. Das wurde immer schlimmer mit den Patches, wo sie es versucht haben zu verbessern. Am schlimmsten war Cleopatra, die dich in Runde 1 angemacht hat, dass du noch keine Flugzeuge hast. Was sind Flugzeuge, Cleopatra? Also das war wirklich das Dümmste, was ich jemals hatte in einem Spiel. Also das ist ein bisschen schade. Und das hat man hier aber nicht. Die sind ein bisschen, sag ich mal, nicht so auf ich lege dich reingetrimmt, wie es bei Civilization der Fall ist. Ich mag das halt nicht. Ich baue in Civilization eine Beziehung zu jemandem auf. Wir machen ein Forschungsabkommen. Wir handeln zusammen. Auf einmal fällt er mir in den Rücken und erklärt mir den Krieg. Ja, sorry, wenn da kein Verlass drauf ist, dann radiere ich halt irgendwann einfach jeden KI-Gegner aus, nicht? Also dann macht Diplomatie für mich keinen Sinn, wenn Diplomatie selbst bei einem Bündnis in einen Krieg sofort umschlagen kann. Und ich krieg sofort immer bei Civilization denn so ein Malus, nicht? Schwerer Kriegstreiber-Malus. Die KI kann das machen, kriegt nichts. Finde ich unfair, von daher hat mich nie abgeholt bei Civilization, muss ich gestehen. War da immer auch so, lieber bin ich auf einer einsamen Insel und hab gesiedelt und erforscht. Und wenn ich den Panzer hatte, bin ich über alle drüber gerollt, weil die zu schlecht waren. Das war dann eher mein Spielstil, nicht? Mir fällt auf, unser Gebiet hat ein bisschen was von hier Asien, nicht? Also hier China so ein bisschen, die Ecke. Hier Thailand, Myanmar, Laos und Co. Hier unten, ja. Hier müsste denn eigentlich, Indien ist sehr klein. Also manchmal kann man so ein bisschen, hier ist der Himalaya, so die Welt in der Karte erkennen, nicht wahr? Also, wenn man hinguckt, manchmal sieht man Doppelungen, aber es ist schon ein bisschen an eine echte Welt immer irgendwo angelehnt, außer bei komplett fraktal. So, wer kann was nicht? Du kannst irgendwas nicht. Achso, du willst eine neue Stadt gründen. Ja, sag das doch. Ansiedeln. So. Nach einem Klick auf Siedeln zeigt eine Markierung auf der Karte an, wie es eine dort gegründete Stadt gehen könnte. Bewege die Maus über eine Region, um weitere Details anzuzeigen. Besiedelst du eine Region, wird dein Sieder durch eine Versammlungshalle das Herz deiner neuen Stadt ersetzen. Okay, so, jetzt gehen wir hier rüber. Und er sagt uns, Zonenbewertung ist 2, Ertragsbewertung ist 2, Ressourcenbewertung ist durchschnittlich. Hier hätten wir 2-2 durchschnittlich, nicht gut. 2-1 durchschnittlich, nicht gut. Hier wäre 2-2-2, das wäre gut, aber hier wären auch 2 Ressourcen. Da muss man jetzt wissen, diese Bewertung zählt immer nur in den ersten Runden wirklich rein. Ja? Wenn ich hier die Hauptstadt oder die Hauptstelle meiner Stadt hinstelle, habe ich 2 Felder schon an Farmen verloren. Und Gebäude, die man später baut, wie eine Militärakademie oder andere, wie die Apotheke, haben halt einen Bonus, wenn sie neben der Stadthalle sind. Deswegen ist es blöd, wenn die beiden Felder durch Ressourcen belegt sind. Weil die Stadthalle, soweit ich weiß, kann man nicht verlegen. Hier ist der Tiger das Problem. Dadurch hat das nicht so eine gute Bewertung. Und das hat eine schlechte Bewertung, weil es halt auch nur ein Holz und sowas hat. Aber das spielt nicht so eine extreme Rolle. Viel wichtiger ist halt die Nahrung. Die 4 Nahrung hier wäre interessant. Aber dann könnten wir uns nicht nach da erweitern und nicht so weit nach da gehen. Eventuell wäre das hier noch eine Idee. Aber so, eigentlich mag ich eine Stadt lieber in der Mitte. Hier wäre optimal, aber da sind die Ressourcen scheiße. Da wären Kamele. Also wir bräuchten mindestens 3 Nahrung. Wir könnten hier noch hin. Aber ich wäre eher an der Stelle, wo viel Holz ist.
Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, das hier zu machen. Entfernung zum Wasser 4, Entfernung zur Hauptstadt 5. Ansiedeln. Eine Stadt gründen. Nun, da du die Position bestimmt hast, geht ein Siedler zur angegebenen Position, baut eine Versammlungshalle. Wenn der Bereich noch unbebaut ist, ist es möglich, dass eine andere Nation dort ebenfalls bauen möchte. Deine zweite Stadt wird offiziell gegründet, sobald die Versammlungshalle fertig ist. Ja, bedeutet, wenn ein anderer hier baut und schneller ist, kriegt er das Gebiet und du nicht mehr. Hat die schon gehabt. War nicht lustig. Aber die Stadt ist dann gut, nicht? Die wird hier so das Bollwerk, die Verteidigung an der Kante von diesem Felsen übernehmen in der Frühzeit. Die Stadt von dem hier wird das gleiche auf der Seite übernehmen. Und dann haben wir links und oben unsere Hauptstadt geschützt. Nach unten müssen die erst überwässern und dann ist nur noch hier rechts relevant. Findest bis jetzt schon gemütlicher zu siedeln, sagt Kono. Das freut mich. Spielst du es denn auch selber? Spielt es denn überhaupt jemand von euch? Würde mich wirklich mal interessieren. Seid ihr überhaupt Fan von solchen Spielen? Ich habe das Gefühl nämlich leider nicht. Aber ich mag solche Spiele total. Man kann sich halt so drin verlieren. Und gerade wenn man jünger ist, fand ich immer, konnte man total seine Vorstellungskraft, wie die Stadt wirklich lebt und in seinem Kopf zum Leben erwecken stattfindet, nicht? Ich habe mir immer ein Haus rausgesucht und gesagt, auch bei Civilization 2 oder so, da gab es ja auch so Stadtansichten. Guck mal, zum Beispiel hier, ah nee, da ist laut, da laufen alle vorbei. Aber hier vielleicht das Haus, das ganz cool im Nirgendwo oder so. Und dann habe ich immer geguckt, wie entwickelt sich das Haus weiter oder die Stelle um das Haus. Und das ist hier nicht anders, nur dass es inzwischen auf einer Karte ist und nicht mehr in einer separaten Ansicht, wo irgendwie 3 Pixel sich verändern, nicht wahr? Also, auch bei SimCity 3000 habe ich mir immer ein Haus rausgesucht und dann gesagt, da wohne ich. Und es war nicht das Bürgermeisterhaus. No. Und, also, es gab auch die Kritik, dass die Grafik nicht so gut ist. Klar, wenn ich jetzt so ranzoome, nicht, sehe ich auch Artefakte, kleine Probleme und so. Aber so grundsätzlich, es ist so eine performante, zweckdienliche Grafik. Und das UI, ich muss sagen, klar, ich kenne es jetzt durch die Alpha- und Beta-Phasen, aber es hat mich schon damals nicht genervt. Es nervt mich jetzt schon nicht. Nicht nur, wenn du 2 Einheiten auf dem Feld hast, ist vielleicht ein bisschen umständlicher, aber du hast überall Symbole hier, ah, da musst du vielleicht noch was machen. Aber es nervt dich auch nicht so wie, guck jetzt nach, nicht? Es ist immer nur ein Hinweis, dass unser Berater jetzt zum Beispiel eingesetzt wurde. Hier, dass wir Missionen noch haben. 15 Runden, bis wir einen Speerkämpfer haben müssen. Oh, wartet mal. Wir machen das mal so. Den Speerkämpfer. Deswegen ist das verzögert. Und den packen wir auf die 1. Zum Beispiel auch sowas finde ich total genial, dass man einfach das auch vorplanen kann. Ich mache das ungern, das Vorplanen. Aber ich finde es auch eine starke Sache. Kann man bei Civilization, glaube ich, inzwischen auch machen. Also, wenn ihr das spielt, es kommt, glaube ich, am ehesten eine Mischung aus Civilization 4 und Humankind dran, würde ich fast sagen, nicht? Spiele diese Art von Spielen super gerne, habe es bislang nur auf der Wunschliste, gefällt mir aber echt gut, ja. Also, wie gesagt, ich kenne es nur bis zur Ära 1, danach weiß ich nicht, aber man kann am Ende Städte mit riesigen Wolkenkratzern haben. Ich weiß nicht, wie die Kriege verlaufen, ich habe nur einmal ein paar Gemetzel gehabt. Meistens gingen die zu Ungunsten von mir aus. Andererseits war die Prestigewertung auch oft so, dass ich jetzt schon ganz unten war und ich konnte gar nichts machen, um hochzukommen. Und jetzt bin ich Erster eine ganze Zeit lang schon. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Die haben am Balancing gedreht und wahrscheinlich könnte man jetzt auch Kämpfe und Kriege gut gewinnen. Was ich zum Beispiel auch mag, ist es auch nicht wie bei Civilization nicht. Ein Fluss ist einfach hier gleichmäßig an diesen Feldern. Guck mal, hier habt ihr richtig so ein Flussdelta, hier wird er breiter, dann wird er wieder schmaler. Also, das finde ich zum Beispiel auch schon ansprechender, rein visuell. Und auch, dass die ganzen Regionen unterschiedliche Größen haben und Formen haben, ist ja auch nochmal irgendwie
Ja, also ich kann mir eher vorstellen, hier ist Prignitz, hier ist Brandenburg oder sowas, nicht? Das ist irgendwie viel zugänglicher als diese einfache Hexsachen. Ich finde, die Hexsachen sind nett, aber auch ein bisschen sehr einfach gemacht, nicht? Das kann, ja, ich sag jetzt mal, Dorfromantik auch. Dorfromantik ist kein schlechtes Spiel, aber das haben drei Jungs gemacht und das war ihr erstes Spiel, nicht? Also das ist kein Hexenwerk. Das hier ist wesentlich komplizierter und komplexer, eine Karte mit solchen Regionen zu machen, die man denn zuweist. Und das fände ich zum Beispiel schon vom Handwerkskunst her ist es für mich viel intensiver. Und auch die ganzen Grafiken wirken sehr reif und nicht so kindisch wie bei Civilization, wenn ihr wisst, was ich meine. Da haben wir gestern drüber geredet. Civilization hat alles so ein bisschen verniedlicht, nicht? Alles so ein bisschen auf comichaft gemacht. Und das hat mir gar nicht gefallen im sechsten Teil. Also, Civilization ist ein ernstes Spiel, was eigentlich eine Erwachsenengruppe anredet und sie versuchen aber, das so kindlich niedlich darzustellen. Muss man halt drüber hinwegsehen, wenn dem Rest einem passt, aber ich fand es immer, es hat mich immer mehr vom Spiel weggetrieben. Zusätzlich zu ihrem komischen Season Pass Modell. Bin ich gar kein Fan von. Da fühle ich mich immer so wie, oh, jetzt habe ich die Season 1 verpasst, ich komme gar nicht hinterher und ja, dann lasse ich es gleich. Ich will gemütlich spielen können, ohne den Druck, irgendwie eine Season hinterher jagen zu müssen. Aber ja, gut, ist Geschmackssache. Manche brauchen das auch, um dann sich gefordert zu fühlen. So, Neu-Triest wurde gegründet. Neue-Triest wurde gegründet. Okay. Unsere Stadthalle ist fertig. Der Stadt geht's eigentlich ganz gut. Wir werden auch hier Annehmlichkeiten herstellen. Unendlich. Und wir kriegen ein Prestige dafür. Ich hätte gedacht, wir kriegen einen Bonus, weil wir ja Bonus gerade aktiv haben im goldenen Zeitalter. Der Schwertkämpfer wird gebaut. Okay, das Rad wurde gebaut. Wir haben Pelze bekommen. Die Versammlungshalle ist abgeschlossen. Okay, das war das. Hier der... Oh, das ist auch eine gute Stelle. Hier sind sehr viele Kühe und Schafe und Füchse. Das ist ein geiles Feld, um hier eine Stadt zu gründen. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht eine Stadt gründen können. Und man sieht auch, die Städte werden relativ groß. Also bis zu, also man kann eine Stadt machen, die zum Beispiel so lang ist, bis hier hinten, so 11 Felder lang. Man kann aber auch eine Stadt machen, die einfach kreisrund ist. Man kann aber auch eine Stadt machen, die wie ein Dreieck aufgebaut ist. Ich finde das einfach... Man hat halt voll die Flexibilität. Also sich so auf die Sachen einzustellen... Und anzupassen. Der arbeitet. So, was ist hier? Die Gründer der jüngsten Stadt unseres Landes wenden sich an uns, um Rat zu suchen. Mhm. Sie hoffen, in das Fundament der Stadt ein Leitprinzip zu zementieren, das ihr Schicksal vorzeichnet. Maurer stehen bereit und warten auf unsere Anweisungen. Welches Wort soll in den Eckstein der Versammlungshalle gemeißelt werden? Okay, Ecksteine dienen bereits seit tausenden von Jahren einem strukturellen als auch einem symbolischen Zweck. Plus 15 Stadtsicherheit für die ersten 100 Züge, plus 15 Stadtzufriedenheit für die ersten 100 Züge oder Stadtwissen. Okay, wir wissen... Ich klicke mal nochmal weg, wir gucken... Sicherheit wäre eigentlich wichtiger, nicht? Wissen ist fast voll und Zufriedenheit erstmal auch. Warte, wo war das? So. Deswegen gehe ich auf die Stadt Sicherheit. Und dann haben wir da nämlich 75 und dann sind alle Werte recht ausgeglichen. So, die Stadt kann auch ein Projekt wählen. Eine wichtige Sache und ich würde sagen, am wichtigsten ist so... Blödes ist, die Stadt hat nämlich kein Wachstum am Anfang, oder? Ja. Wir haben ein ganz geringes Bevölkerungswachstum. 12 Runden würde es dauern, dass die Stadt jetzt hochwächst. Das heißt, wir müssen wohl oder übel hier einen Hof hinbauen. Würde aber 38 Züge dauern. Was? 38 Runden braucht der? Okay, dann bauen wir den natürlich nicht. Ah, vielleicht ein Handelsposten. Aber gut, hier ist nur ein Ding.
Was könnten wir denn sonst machen? Ein Altar könnten wir bauen. 75 Runden. Egal. Ah, jetzt soll es nur 25 Runden. Okay. Wahrscheinlich, weil der nicht irgendwelche Boni einrechnet in der Hauptansicht. Das könnte sein. 14 Runden noch, das zu erledigen. Ja, produzieren tun sie noch alle. Okay. Erwerb vom Fachwissen. Deine Stadt hat ihren ersten Experten erhalten. Wenn deine Stadt wächst, verbessern sich auch die Fähigkeiten deiner Leute, die zur Unterstützung und Verbesserung eingesetzt werden können. Öffne die Stadtansicht, um einen Experten zuzuweisen. Okay. Tutorial-Hilfen. Darf man nicht vergessen, die kann man selber sich irgendwo hinschieben. Ja, hier Experte. Experten kann verschiedene Verbesserungen zugeteilt werden. Bewege den Cursor über den Slot auf der Karte, um zu sehen, welche Vorteile der Experte gewähren könnte. Okay, also wir könnten ihn hier zum Beispiel in die Apotheke packen. Plus 150% handwerkliche Produktion für diese Verbesserung. Nicht schlecht. Unten sehen wir hier zum Beispiel, würden wir 15 Gold bekommen. Was wären wir hier? Nix würde das bringen. Das würde nur Produktion verbessern, aber wir produzieren ja nichts. Alles klar. Oder es hätte keine Auswirkungen. Hier würden wir ein Nahrung mehr kriegen dadurch, dass wir ihn hier einsetzen. Dafür kostet die Wartung nicht mehr Holz, sondern Geld. Oh, wichtig. Das hier ist eigentlich am besten aktuell, um einfach 5 Gold zu bekommen. Statt 5 Handwerklichkeitsproduktion und 150 Ertrag. Gut, es gibt einen halben Holz oder so mehr. Was haben wir hier? Da würden wir eine Nahrung kriegen. Das gleiche Prinzip. Hier würden wir eine statt Bauproduktions irgendwas bekommen. Statt Sicherheit würde sich hier erhöhen. Auch wichtig. Und hier liefert ein Vermögen pro Zug. Und wir kriegen mehr Bisonfleisch. Also aktuell würde ich sagen, sind die 5 Gold am meisten wert. Da setzen wir den Experten ein. So. Die Erfahrung deines Experten kommt deiner Nation jetzt zugute. Die Ausbildung deines Speerkämpfers ist abgeschlossen. Im Stationierungsfeld kannst du die Marschbefehle erteilen. Ja, okay. Und wir können noch eine Region unserer Stadt hinzufügen. Hier ist 3 Gold. Ich würde ja gerne einen Händler bauen. Deswegen nehme ich jetzt mal die hier am Wasser. Auch wenn da jetzt nichts Besonderes dabei ist. Und dann können wir auch einen Hafen und sowas hier hinbauen. An die Stelle. Und ja, finde ich ja cool, nicht? Die Stadt nimmt jetzt eine ganz andere Form an. Vielleicht nehmen wir das Feld, vielleicht nehmen wir es aber auch nie, nicht wahr? Also, eine Stadt ist auch endlich groß. Also, ich kann nicht unendlich wachsen. Zumindest in den ersten 4 Ära-Stufen ist irgendwann ein Cap erreicht. Weiß nicht, ob das über die ganze Zeit so bleibt. Wie gesagt, die anderen Stufen sind erst ab heute freigeschaltet. Da werden wir sehen, wo wir hinten landen, nicht wahr? So, der hat ein Lager bekommen. Oh. Du hast auch irgendwas, ein Crate gefunden. Und so. Ich mach mal das hier nochmal weg. Auswahl der Aufstellung. Hier kannst du deine Reservisten, da oben, Reservisten, ein Schwertkämpfer-Reservist, eine Aufstellung zuteilen und als Streitkraft einsetzen. Aufstellungen haben unterschiedliche Größen und Arten von Einheiten. Einige größere Aufstellungen kann auch eine Taktik zugewiesen werden, die erhebliche Vorteile bietet, wenn die richtigen Einheiten in den richtigen Slot eingesetzt werden. Weise deinen Speerkämpfer der Truppaufstellung zu und klicke dann auf Weiter. Ich könnte jetzt den Speerkämpfer dahin zuweisen. Ich muss mich mal wieder aus dem Bild nehmen im anderen Stream. Zack. Ist ein bisschen doof. Es gibt keinen Ort, wo ich als Streamer sitzen könnte, ohne im Weg zu sein. Im vertikalen Format funktioniert das, aber im horizontalen ist es blöd. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch Bataillon wählen. Da bräuchte ich aber 3 Einheiten als Reservisten und könnte die anordnen. Und je nach Anordnung oder auch je nach Berater, den ich einsetze, kriegen wir hier Boni und Stärke. Taktik haben wir schon den Keil und die Linie erforscht. Die Linie gewährt 10% Stärke während befestigt und der Keil bringt Bonus von 10% Stärke allgemein. So. Aber da wir nur eine Truppe haben, nehmen wir den Schwertkämpfer. Kostet uns, wenn wir ihn nicht aus dem Reservisten nehmen,
Gold und Nahrung. Bedeutet, wenn ihr nicht im Krieg seid, lasst die Leute einfach als Reservisten rumliegen. Und wenn ihr sie braucht, setzt sie ein. Aber es kann passieren, dass auf einmal feindliche Einheiten an eure Tür klopfen und ihr dann die Einheiten zu einer Armee machen wollt. Und das dauert. Ausbildungszeit. Weil die sind zwar als Reservisten fertig, aber nicht ausgebildet. Bedeutet, die müssen erst ausgebildet werden. Was wiederum dazu führt, dass ihr vielleicht überrannt werdet, wenn ihr nicht zumindest eine kleine Armee habt, die die erste Welle abfangen kann, bis ihr die weiteren Reservisten ausgebildet habt. Ja. Reservisten zur Aufstellung der Streitkräfte zuweisen. Genau. Dein Speerkämpfer-Einheit ist jetzt bereit. Ja, weiß ich. Aber wir wollen ihn ja stationieren. Zack, damit wir ihn dann in die Aufgabe schicken können. Und zwar in die hier. Einen Speerkämpfer haben und dann... ist auch schon wieder weg, heißt, gibt uns keine Unkosten in dem Fall. Aber wir haben dann auch keine Verteidigung. Wir sind die erste Nation, die die Eisenzeit erreicht hat. Die Eisenzeit! 6 Prestige, Strategiekodex, Metallwerkzeuge, Metalltöpfe, Kaserne, Schmied, Ausstellung Quadrat, wir können Eisen, Bildhauen, Gewürze verwenden und ja, Sägewerk hatten wir schon. Willkommen im Zeitalter der Eisenzeit. Aber ich würde sagen, das ist was für die nächste Folge. Bis gleich.